Willkommen zurück zu Let's Play Bound by Flame, Folge 44. Ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht mehr, was wir zuletzt getan haben, weil ich habe jetzt schon 2 Tage lang nicht mehr gespielt. Deswegen schaue ich erstmal auf unser Questlog, um zu schauen, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir sollten den Angriff auf Karaltas vorbereiten. Die Schmiede finden und den Angriff der freien Klingen vorbereiten. Dann noch ein paar Gefangenen befreien und das war es eigentlich schon. Also können wir zurück nach Karaltas. Tränke habe ich aufgefüllt. Das passt eigentlich soweit. Ein paar Fallen würde ich mir noch bauen. Dazu gehe ich zum Schmied. Ich stehe vorm Schmied. So. Und Exploding Trap. Und da brauche ich mir jetzt 8 Stück. So. Dann wollte ich noch schauen. Wegen meiner Rüstung. Die Handschuhe passen, glaube ich, nicht zum Set. Es gibt zwar jetzt keine legendären Rüstungssets, aber vielleicht schauen die besser aus, die. Was habe ich denn da? Handschuhe des Commanders. Und ich trage hauptsächlich eigentlich. Achso, da habe ich die Rüstung vom Commander. Jetzt habe ich den Offizierskurier. Den könnte ich eigentlich noch weiterbauen. Mal schauen, ob ich den ausbauen kann. Ah, da fehlen mir jetzt aber die Rohstoffe. Genau. Physische Resistenz. Dann würde ich hier wieder diese Schulterplatte dran bauen. Dafür brauche ich ein Taint, könnte auch bearbeitet, obwohl Taint Blatt, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber einen Taint Gem können wir uns, glaube ich, selber zusammenbasteln. Genau, da brauchen wir einen. Dann können wir schon mal die Schulterplatten wieder bauen. Dann will ich hier wieder diese Platten. Dafür brauche ich wieder ein Taint Gemstone und einmal Stahl. Oder gibt es hier noch was, was ich besser finden würde? Physische Resistenz. Und was hat er das? Resistenz gegenüber Eis. Eis finde ich schon gut, weil die haben schon ziemlich Schaden damit gemacht. Also einmal Stahl und einmal ein Taint Gemstone. Dieses Englisch-Deutsch-Gemische ist gar nicht mal so leicht. Taint Steel. Boah, was wollen denn die alle von mir? So. Dann was? Ich hab doch. Jetzt habe ich. Ah, ich drücke mal B. Okay, dann hätte ich noch gern. Dunkelmagie-Resistenz. Mehr Leben, naja. Nee. Ja, Feuerresistenz habe ich jetzt eigentlich noch nie gebraucht. Stärkere Verteidigungsflammen, also diese Wächterflammen. Ich glaube, ich mache mal das.
Dann Kommandeurs Handschuhe. Mal schauen, ob der Offiziers Handschuhe hat. Can I help you? Ja, kannst du. Show me what you have to sell. Alas, not much. I'm missing so much equipment, but have a look. You might find something you like. Also waffentechnisch hat er nichts, was mich interessiert. Reisenden. Okay, das war jetzt Brustpanzer des Reisenden. Handschuhe der... Ah. Der Royalen Garde oder der... Ja, wie nenne ich das am besten? Keine Ahnung. Magieresistenz weniger. Ich würde sagen, ach, ich kann mir ja nur eins leisten und die machen mich da besser. Ein Set on Fire kann ich mir noch selber bauen. Da hole ich mir die und dann Damage. Orb of Fire. Was ist denn die Fähigkeit Orb of Fire? Orb of Fire. Achso, das sind die Feuerbälle. Na, das ist doch ganz gut. Feuerbälle benutze ich sehr oft. Also, Feuerwelle nein, Orb of Fire plus 10%. Für dich gut. Okay, das reicht fürs Erste. Ach nö, kommt schon. Jetzt haben sich alle bei mir abgemeldet, so nach der Art, ja, wir sind unterwegs. Jetzt hast du Zeit zum Spielen. Und jetzt, bling! Boah, der Charakter sieht jetzt schon richtig cool aus. Gefällt mir. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach Karaltas. Hier war der kürzeste Weg. Schuhe könnte ich mir auch noch irgendwie mal welche suchen, die besser dazu passen, aber ich fand die Handschuhe, die haben am wenigsten zur Rüstung gepasst. Ich gehe da jetzt mehr nach der Optik. Badass. Geiler Charakter. Die Gefangenen haben wir, glaube ich, in der letzten Folge befreit. Jetzt müsste ich hinten, da war so ein schmaler, so eine schmale Passage. Da müsste ich jetzt lang. Versuch gerade so ein bisschen Brainstorming zu betreiben, um die ganzen Ereignisse der Vergangenheit in mein Hirn zu projizieren. Hier speichere ich mal. Ich traue den Gegnern da draußen nicht. So. Erstmal wechseln und dann schauen, ob hier irgendwo ein Bogenschütze steht. Hier komme ich nicht durch. Und so Häusern sind normalerweise immer Geister. Aber irgendwie will jetzt hier kein Geist. Komm. Da oben ist ein Gegner. Ich muss aber da geradeaus durch. Aber das hier sind Erfahrungspunkte, die hole ich mir trotzdem. Die schreien förmlich nach. Töte mich! Mach mich tot! Den Wunsch
will ich natürlich nicht. Aua. Ein falscher, der da. Super. Na, das geht ja jetzt fix hier. Das macht was. Zeig was du kannst. Oh, ich hab doch eigentlich gut geblockt. Aber egal. So, schön Loot einsammeln. Die Gefangenen haben wir eigentlich schon zurückgeschickt, glaube ich. Die waren, ja. Ey, da muss ich hier hinten lang. Die waren ja da drin. Irgendwo. Hier drin. Genau, die sind weg. Ich glaube mal, die treffen sich mit uns dann da bei... Ja, bevor wir den Angriff da starten. Ich glaube, da treffen sie sich mit uns. Ja, hier sind wieder einige Gegner. Was bist du für einer? Ja, genau, den da will ich zuerst. Okay, der ist weg. Oh, wer ist denn da aufgeploppt? Den da. So, der ist auch locker flockig weg. Aua. Okay. Aber unsere Skillung scheint ziemlich wirksam zu sein. Hier hinten geht's auch durch. Na, dann gehe ich doch hier lang. Bin ich sogar direkt bei der Nebenquest. Ah, super. Matras weg. Die sind sehr magieempfindlich. Ja, okay. So geht's auch. Das sind normale Dorfbewohner. Ich hätte gehofft, wir begegnen noch ein paar Klingen. Die wären nützlicher für uns. Naja. Gefangener. Hat einer von euch einen Namen, mit dem ich irgendwie reden kann? Nee, es gibt nur den Gefangenen. Go to the support pillar in the southeast of the city. You'll come out near the cliff. Follow it and you'll come to a rift. Go in. The elf army is there and they'll take care of you. Thank you. See you back at the camp. That's right. Super, da haben wir noch ein paar Leute gerettet. Jedes Leben ist wichtig hier in diesem Spiel. Oh, Loot. Da ist noch irgendwo was. Ich glaube hier auf der Seite. Wahnsinn, in der Stadt ist echt alles zerstört durch den Ice Lord. Ich möchte so einen Typen nicht begegnen, ganz ehrlich.
Was sollen wir schon ausrichten mit unseren popligen Feuerbällen? Der tötet uns doch. Nur mit Hilfe eines Windbahnschlages. So, wo bin ich jetzt hier? Ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Ich sehe einen Bogenschütze. Nein. Waffen wechseln. Ach komm. Schwibbelschwabbel. Größte Problem ist schon mal weg. Was? Ich dachte, der macht jetzt vielleicht höchstens so einen Flächenschaden, was mir Mana abzieht, aber. Okay. Puh. Ja, wir haben mitbekommen, dass du ein besonderer Schwibbelschwabbel bist. Ein Schwibbelschwabbel Supreme. Ah. Den hier noch. Ah toll, Matras, du bist schon wieder tot. Das hat ja mal wenig gebracht. Aua. Was? Ach komm. Wie viel Schaden macht denn der? Wahnsinn. Wie viel Schaden? Da kann ich schon gar nicht mehr sprechen. So verblüfft bin ich hier. Drecksviech. Ach, jetzt kommt ja Schwibbelschwabbel Supreme Videosequenz, oder? Nee? Doch, jetzt. Und mein Zauber war für Arsch. Super. Matras, halt ihn auf. Ich muss. Na, komm. Boah, macht der Schaden mit seinem Magie-Scheiß.
Aha, komm. Verdammt. Trau mich nicht so nah an ihn ran. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ach, trau dich. Was? Ach, komm. Ich bin sprachlos. Was war das? It's not your serious. Kann ich das abdrücken? Ja, ich kann es abdrücken. Ich lerne es aber auch nicht, dass ich nicht vorher zaubern sollte. Da mein Zauber kaputt geht, wenn die Filmsequenz kommt. Ah, verdammt. Wie viel Schaden macht denn das Vieh hier? Bleibe ich komplett auf Fernkampf. Das mache ich so. Aua. Aua. Was soll denn das? Achso, nee, ich will ja meinen Schutzzauber schon. Das da kann weg. So, noch mal einen Heiltrank nehmen. Aua. Puh. Ah, ich habe eine große Vermutung. Wenn er so leuchtet, darf ich nicht zaubern. Oder ihn gar nicht angreifen. Kann auch gut sein. Komischerweise kriege ich immer immensen Schaden, wenn er so leuchtet. So wie jetzt. Jetzt darf ich ihn gar nicht mehr angreifen. Ich habe immer extrem Schaden bekommen, glaube ich, wenn er geleuchtet hat. Jetzt greife ich ihn mal nicht an. So. Das muss man auch erstmal herausfinden. Da geht's wieder runter. Hier ist noch ein Schatz. So, die Nebenquest hätte ich erledigt. Sehr schön. Noch ein paar Rohmaterialien. Puh.
Da ist doch was. Heiltrank, sehr schön. Was gibt's denn hier? Ich mag den Soundtrack, ich kann es nicht oft genug sagen. Sehr schön, sehr stimmungsvoll. Geht's dahin? Nirgendwo. Noch nicht wahrscheinlich. Geht's hier lang? Ach, das war, glaube ich, die schmale Passage, die ich zuerst entdeckt habe. Ach komm. Ach, jetzt kann ich wieder meine Standard-Skills hernehmen. Das war B. Und Y war Feuerball, genau. Und Angriff war mit X. Zack. So muss das ablaufen. So, Dollar. Dann beende ich hier mit diesem geilen Hintergrund. Na, was machst denn du da? Soll das bedeuten, ich soll mich verbeugen? Kannst du aber knicken. Ja, dann beende ich hier mit dem geilen Panorama diese Folge und den Angriff auf Karaltas. Das sehen wir dann schätzungsweise in der nächsten Folge. Also bis dahin,